Korb bringst. Nach dem gruseligen Intro ist der triste Betonbunker, in dem wir uns zu Beginn von Stalker wiederfinden, fast schon eine Erholung. Während wir mit unserem Auftraggeber plauschen, ganz kurz die Vorgeschichte. Stalker versetzt uns in eine nicht allzu ferne Zukunft, in der rund um den Katastrophenreaktor von Tschernobyl immer wieder Anomalien und unerklärliche Ereignisse auftreten. Die Zone ist von Regierungstruppen abgesperrt und streng bewacht. Ein paar Glücksritter wagen sich aber dennoch hinein, um Artefakte und Geschichten zu bergen. Einen solchen Stalker spielen wir. Unsere erste Anlaufstelle für die ersten paar Spielstunden ist der freundliche Herr, der uns hier gegenüber sitzt, Sidorovic, unser Auftraggeber und Handelspartner. Obwohl Stalker auf den ersten Blick aussieht wie ein typischer Ego-Shooter, hat es viel von einem Rollenspiel. Dialoge und Handel sind da nur der Anfang. Prinzipiell können wir fast jede Spielfigur anquatschen und so beispielsweise manche einträgliche Mission sichern. In Stalker gibt es zum einen Hauptaufträge, die die Geschichte weiterführen. Zu der können wir noch relativ wenig sagen, weil ein Großteil der Dialoge in unserer Beta-Version noch auf Russisch war. Dann gibt es aber auch noch einen riesigen Haufen Nebenmissionen, die Belohnungen in Form von Geld und Ausrüstung versprechen. Unser Laptop hilft uns dabei, die Übersicht zu behalten. Er speichert Gespräche, Kontaktpersonen, Hinweise und Aufträge und zeigt eine Satellitenkarte des Einsatzgebiets an. Sofern wir das Zielgebiet genau kennen, können wir uns von dem praktischen Gerät direkt über Wegpunkte dorthin lotsen lassen. Es gibt allerdings viele Suchaufträge, wo wir uns auf eigene Faust durchschlagen müssen. Wir schauen uns jetzt mal an, wie unser erster Einsatz verläuft. Und zwar sollen wir hier einen Stalker befreien, der in einem alten Busbahnhof gefangen gehalten wird. Dazu bekommen wir Unterstützung von drei computergesteuerten Kollegen. Eine tolle Gelegenheit, die KI in Aktion zu erleben. Nicht zuletzt aufgrund der aufwendigen künstlichen Intelligenz hat sich Stalker nämlich immer wieder verzögert. Wie eingangs erwähnt, sind wir in der Welt des Computerspiels nämlich nicht alleine. Hunderte NPCs bevölkern die Spielwelt. Soldaten, Händler, andere Stalker, Tiere. Und alle haben ein mehr oder weniger komplexes Eigenleben. Das Kampfverhalten ist dann nur ein kleiner Teil. Obwohl die Kollegen gelegentlich Aussetzer haben, stellen sie sich insgesamt schon erstaunlich clever an. Immer wieder ist es uns beispielsweise passiert, dass uns Gegner eingekreist haben. Auch die Tiere haben uns überrascht. Da kommen wir beispielsweise nach einem halben Tag zurück an den Schauplatz einer Schießerei und werden von einem Wolfsrudel angefallen, das vom Leichengeruch angelockt wurde. Schon nach unserem ersten Einsatz finden wir allerhand Nützliches und können unsere Anfängerpistole gegen eine Schrotflinte mit etwas mehr Wumms austauschen. Gute Ausrüstung ist in Stalker das Wichtigste überhaupt, denn wie vorhin schon gesagt, der Rollenspielanteil ist wirklich recht groß. Es genügt nicht gut zu schießen. Wenn die Waffe nicht die entsprechende Durchschlagskraft hat, kratzen wir den Gegner nicht mal an. Umgekehrt brauchen wir eine verdammt gute Rüstung, um uns mit den Gegnern aufzunehmen, die immer tougher werden, je weiter wir uns dem Reaktor im Innern der Zone nähern. Diese Zone zu erforschen ist ein weiterer wichtiger Bestandteil von Stalker. Die Karte gibt uns nur eine grobe Übersicht über das Territorium. Wir müssen uns unseren eigenen Weg suchen. Hier haben wir eine typische Situation. Wir sollen ein Attentat ausführen, allerdings versperren Soldaten den direkten Weg zur Zielperson. Mit so vielen können wir es auf keinen Fall aufnehmen. Allerdings finden wir nach kurzer Suche zur Linken einen Tunnel, der uns unter den Bahngleisen hindurchführen könnte. Dummerweise stoßen wir allerdings dort auch auf die Anomalien, die überall in der Zone auftauchen. Einen kurzen Kontakt mit ihnen überstehen wir vielleicht, aber bis zum Ausgang schaffen wir es so wohl kaum. Also haben wir drei Möglichkeiten. Entweder eine sichere Route suchen, eine Rüstung besorgen, die uns vor den Energieentladungen schützt, oder Waffen, um es mit den Soldaten am Tunnel aufnehmen zu können. Etwas weiter entfernt sind beispielsweise drei relativ leicht bewaffnete Wachen auf Patrouille. Die könnten wir mit etwas Glück schaffen. Doch abermals trickst uns die KI aus. Als wir uns hinter dem Baum verstecken wollen, kommen die zwei Gegner von zwei verschiedenen Seiten und schlagen zu. Zum Schluss haben wir es dann doch noch geschafft, uns eine relativ kräftige MP zu besorgen. Jetzt wollen wir doch mal schauen, ob wir es endlich mit den Soldaten aufnehmen können. Das Ergebnis sehen Sie selbst. Ich muss ja gestehen, dass ich von Stalker persönlich nicht mehr so richtig viel erwartet hatte. Durch die ganzen Verzögerungen hatte ich es selber eigentlich gar nicht mehr so richtig auf dem Radar. Umso überraschter war ich, dass jetzt aus Stalker doch ein verdammt guter Shooter-Rollenspiel-Mix zu werden scheint. Gerade die Rollenspielanteile sind deutlich größer, als ich es eigentlich erwartet hatte. Durch die vielen Aufträge, durch den Handel, durch die Verhaltensweisen der Leute. Also
die Welt lebt einfach so, ähnlich wie bei Gothic. Es ist so, dass die, dass man einfach nicht alleine ist in der Umgebung, sondern dass es da noch eine ganze Menge mehr Stalker gibt, die in etwa die gleichen Ziele haben wie man selbst, dass man mit denen interagiert. Die KI selber in den Gefechten ist absolut fantastisch, auch von den Tieren, die überraschen einen immer wieder mit ihrem Verhalten. Und alles in allem muss ich sagen, auch wenn Stalker mittlerweile grafisch nicht mehr der Oberhammer ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, das ist absolut was, auf was ich mich jetzt neuerdings wieder freue. Und ich bin gespannt, wie Simon gefällt, der den Artikel schreiben wird.